Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 31. Oktober. Halloween am Start und mal sehen, was hier Halloween-mäßig an den Märkten geht. Wir sehen hier eine starke Bewegung schon für die morgendlichen Stunden der European Session. Wir haben hier auf der Nordseite einen schwachen Yen. Ergo profitieren hier insbesondere der Australdollar, der sich hier stark zeigt, weil eben der Australdollar hier gut daherkommt. US-Dollar, Yen, Britisch Pfund, Yen, Schweizer Franken, Yen, alle von dabei. Aber wir wollen auch hier mal auf der Südseite schauen. Da tummelt sich nämlich Euro-Australdollar, Euro-US-Dollar und Euro-US-Dollar soll heute gerade im Fokus stehen. Hier zum Monatsabschluss schauen wir uns dann auch mal den Monatschart an. Aber zunächst erstmal hier in den Tageschart reingeblickt beim Euro-US-Dollar und wir haben hier den Tendenzfall der letzten Woche, der hier ja relativ punktuell den Fahrplan voraussagte, nach dem Motto, wenn wir hier um 1,085- drüber uns eben stabilisieren, scheint eine Erholung möglich. Das deutet es sicher auch tatsächlich an. Dann aber hier eben auch nur in Anführungszeichen bis zu diesem Horizontalwiderstandsbereich, der ja mit Verlaub nahezu perfekt getroffen wurde. Sowas gibt es nicht häufig, aber das ist genau die Annahme der technischen Analyse. Ein ehemaliges Unterstützungslevel wurde hier eben aufgegeben im Oktober, beziehungsweise hier nach Mitte Oktober. Dann gab es hier weitere Verluste. Dann erfolgte jetzt der klassische Rücklauf, auch als Pullback bekannt. Und aus diesem ja einzelnen Unterstützungslevel wurde nunmehr ein Widerstand. Und der scheint sich hier mit der Eröffnung aus der Nacht vom Sonntag, Schrägstrich hier mit der heutigen Handelssession zu bestätigen. Wir sehen hier Schwäche und Sie sehen, die Annahme deutet hier, ja, meines Erachtens durchaus auf neue Preistiefs in Richtung 1,085 hin, Schrägstrich dann auch sogar ein Stück weit tiefer, so dass wir die untere Range der ganz großen Spanne anvisieren. Also hier grundsätzlich Euro-US-Dollar meines Erachtens ein Stück weit schwächer unterwegs. Wir haben heute allerdings einiges an Daten noch zu erwarten. Insbesondere 11 Uhr kommen heute hier Inflationsdaten, Bruttoinlandsprodukt, erste Veröffentlichung des dritten Quartals. Das kann spannend werden. Dann haben wir hier noch diverse andere Konsumausgaben, die es hier gilt zu beachten aus den USA. Aber grundsätzlich hier der Vormittag sicherlich schon mal mit Spannung gesegnet. Und sollten wir nicht über 1,10 gehen, das kann man hier auf Tagesbasis definitiv schon mal ableiten, bieten sich gute Chancen für Euro-US-Dollar eben hier weiter nach unten abzukippen. Man kann das mal hier pauschal mit einem Chance-Risikoparameter versehen. Beispielsweise die Range ist ja ohnehin sehr übersichtlich beim Euro-US-Dollar bislang. Die Tagesrange bewegt sich so um die 55, 60 Pips. Das ist mehr als dürftig. Normalerweise haben wir hier mehr als das Doppelte zu erwarten. Aber die Zeiten sind eben aktuell nicht so. Und da muss man eben hier Geduld oder sich in Geduld üben, bis dann hier nochmal Ähnliches in diese Richtung geht. Aber Chance-Risikotechnisch sieht das, wie gesagt, sehr, sehr interessant aus. Sollten wir hier ein Stück weit über 1,10 rausgehen, dann wird es ein bisschen kritischer für alle Shorties. Dann bietet sich, und das sehen Sie an diesem grauen Tendenzfall, der unverändert seine Relevanz behält, dann deuten sich hier Zugewinne in Richtung 1,1150 an. Unterhalb von 1,10 bleibt aber der Bär im Vorteil und insofern könnte es hier durchaus weiter gen Süden kippen. Was sagt die Saisonalität? Wochentagsstatistik heute relativ positiv, wird wohl nicht so werden. Dienstag ein Stück weit schwächer. Mittwoch der stärkste Wochentag, interessant zu wissen, und dann zum Wochenausklang dann doch wieder ein Stück weit stärker. Gut, in der letzten Woche sahen wir hier am Freitag einen sehr, sehr starken Impuls, aber hier unabhängig der Wochentage mal auf die Vorausschau geschaut im Zuge der kommenden, gehen wir mal hier auf 40 Tage, um ein saisonales Bild zu erhalten, wie sich denn Euro-US-Dollar so geschlagen hat. Und das passt natürlich in Anführungszeichen nicht ganz zu dieser bärischen Thematik, aber ja, Geduld, Geduld. Noch ist es ja nicht hier Ende November, wo es denn hier insbesondere mit Beginn in den Dezember hier für eine sehr, sehr bullische saisonale Tendenz spricht. De facto haben wir hier eine gewisse Seitwärtsphase jetzt hier vor uns und im Sinne dessen, dass die Charttechnik inklusive dieses Widerstands hier um 1,0989, knapp unter 1,10 eben hier für fallende Preise spricht, ist hier der Bias auch auf der Südseite zu bevorzugen. Brechen wir natürlich nach oben aus, dann bietet sich hier das Ganze natürlich an, im saisonalen Style möglicherweise dann hier ab Mitte November auf der Nordseite zu spielen. Doch da sind wir noch ein Stück weit weg. Jetzt haben wir erstmal Ende Oktober, der Monat endet und jetzt schauen wir mal hier auf den Monatschart, auf das Big Picture Bild vom Euro-US-Dollar. Und da sehen wir hier diese große Range, ja, die viele manchmal noch gar nicht mal im Kopf haben. Wir haben hier bei 1,055 auf der Südseite ein starkes Support-Level, hier oben insbesondere 1,14 rund den Deckel drauf und da sehen Sie, in dieser Spanne oszilliert Euro-US-Dollar nunmehr schon seit dem Frühjahr 2015. Ja, gute anderthalb Jahre läuft er hier schon
seitwärts in dieser Range. Und man muss unter dem großen Gesichtspunkt sagen, erst wenn es hier einen signifikanten Ausbruch gibt, und zugegebenermaßen im April, Mai deutete sich fast schon ein Ausbruch auf der Oberseite an, aber bei Weekly, Schrägstrich Monthly Close, gelang es eben nicht. Und jetzt muss man die Karten neu mischen. De facto ist hier ein großes Rumgerange durchaus möglich. Ich vermute aber, das wird hier kein ewiger Dauerzustand bleiben. Man sollte sich früher oder später darauf einstellen, dass es hier einen Impuls gibt. Und zugegebenermaßen, die Parität hier auf der Südseite im Sinne dieser unteren Trendkanallinie lockt durchaus. Aber das wird auch viel davon abhängen, wie eben auch hier die US-Zinspolitik weitergeht. Schrägstrich, die US-Wahlen werden dann ohnehin ein Licht auf den Dollar werfen. Der Ausgang der US-Wahl, wie es denn dann hier praktisch politisch weitergeht. Natürlich dann auch mit fiskalischen Auswirkungen. Insofern mal gespannt beobachten, was da passiert. Geht's auf jeden Fall auf neue Tiefs unter 1,05 speziell. Dann sind Preise um die Parität sicherlich nicht mehr zu vermeiden. Sehen wir hier unter dem Big Picture-Gesichtspunkten einen Ausbruch über 1,1450, 1,15. Dann eröffnet sich ja erheblicher Spielraum auf der Nordseite und Sie sehen es ja, innerhalb dieses großen Abwärtstrendkanals hat Euro-US-Dollar dann durchaus Chancen, sich erheblich zu erholen, und selbst wenn es denn hier zu Preisen käme in Richtung 1,27, ja, auf Sicht des nächsten Jahres wirklich mittelfristig, dann muss man sagen, hätte man hier sicherlich dann auch selbst noch den Beigeschmack dieses übergeordneten Abwärtstrends. Ja, selbst so eine massive Erholung wird der Euro-US-Dollar nicht aus dem bärischen übergeordneten Muster herausbringen. Dazu müsste es dann, wie gesagt, zum Ausbruch über diese Abwärtstrendlinie signifikant zu Preisen über 1,30 kommen. Dann hätte Euro-US-Dollar auf jeden Fall die Chance, hier nochmal richtig was zu starten auf der Nordseite. Aber das ist jetzt erstmal ein weiter Weg. Gerade mit Betrachtung dieses Big Pictures achten Sie oben auf die Marke von 1,14, 1,15 und auf der Südseite entsprechend 1,05. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den Auftakt in die Woche und zum Monatsabschluss. Euro-US-Dollar hängt halt hier mittendrin statt nur dabei, wenn man es auf dem großen Chartbild ableitet. Und insofern wünsche ich Ihnen einen guten Monatsausklang, eine schöne Halloween-Feier, wenn Sie es denn vollziehen. Und dann hören wir uns spätestens Mittwoch wieder. Morgen aufgrund von Feiertagen wird es kein Devisenradar geben. Das schon mal vorab. Aber nichtsdestotrotz, am Mittwoch können wir uns dann nochmal sehen. Mal sehen, was bis dahin passiert ist. Ich drücke Ihnen den Daumen. Viel Erfolg beim Trading. Ihr Christian Kämmerer. Und tschüss.